Warum ist die Galle so wichtig und wieso wird die Gallenblase als Organ so häufig unterschätzt? Mein Name ist Tobias von Knobo Niehaus, seinem Kanal für ganzheitliche Gesundheit. Und wir schauen uns jetzt einmal die Bedeutung der Galle und der Gallenblase an. Denn das Problem ist, dass dieses Organ sehr, sehr häufig operiert wird, entfernt wird, und es werden häufig gar nicht so sehr die Folgen dann auch kommuniziert. Letztendlich wird häufig nur gesagt, dass man nicht so viel Fettiges mehr essen sollte, da die Galle oder dann die Gallenblase halt wichtig sind für die Fettverdauung. Die Galle wird eigentlich in der Leber produziert und enthält fettspaltende Enzyme, die sogenannten Lipasen. Und die Gallenblase hat eigentlich die Aufgabe, diese Galle zu speichern, einzudicken und dann bedarfsgerecht abzugeben in der Verdauung. Das heißt natürlich, wenn die Gallenblase fehlt, kann es sein, dass die Verträglichkeit von fettigen Speisen nicht mehr so gut ist. Aber es gibt auch noch einen weiteren Knackpunkt. Und zwar ist die Galle auch wichtig für die Verdauung der fettlöslichen Vitamine. Das sind die Vitamine A, D, E und K. Das heißt, wenn du keine Gallenblase mehr hast oder aber deine Leber so sehr belastet ist, dass du nicht mehr ausreichend Galle herstellst, dann kann es sein, dass du tatsächlich einen Mangel an diesen Vitaminen hast. Und es kann auch sein, dass du diese Vitamine schon zu dir führst über Nahrungsergänzungsmittel, diese aber vom Körper nicht gut aufgenommen werden. Und Mangelerscheinungen von Vitamin D, Vitamin K, E und A, da kannst du mal auf unserem Kanal schauen. Wir haben da schon zahlreiche Videos zu den Vitaminen abgedreht. Also falls du da mehr darüber erfahren möchtest, schau einfach auf unserem Kanal nach. Und ein weiterer wichtiger Aspekt der Galle ist, dass sie letztendlich auch für eine gewisse Gleitfähigkeit des Stuhls im Darm dann sorgt. Das heißt, wenn du zu wenig Galle produzierst oder die Galle einfach nicht mehr gut abgegeben wird, dann kann es auch sein, dass du Probleme mit dem Stuhlgang bekommst, mit der Verdauung im Dickdarm. Deswegen immer sehr unterschätzt, die Galle und die Gallenblase haben aber beide eine immense Bedeutung für eine gesunde Funktion des Verdauungstraktes und vor allem auch auf viele andere Körpersysteme einfach durch die Aufnahme der fettlöslichen Vitamine. Wir sind gespannt. War dieses Thema für dich etwas Neues? Hast du etwas Wertvolles für dich mitgenommen? Schreib uns doch einfach gerne einen Kommentar. Und falls dir unser Inhalt hier gefällt auf dem Kanal, dann freuen wir uns riesig, wenn du unsere Arbeit unterstützt, uns ein Like und ein Abo dalässt. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.